Mit dieser Kirchensonate von Mozart wurden wir eingestimmt auf die Mitternachtsmesse zum Fest der Geburt Jesu. Beginnen wir miteinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der in diese Welt kommt, der sei mit euch. Herzlich willkommen, ihr alle. Herzlich willkommen auch alle, die jetzt auf TV Rheinwelten mitfeiern. Wir sind verbunden im Gebet weltweit. Wir feiern, dass Gott in Jesus Mensch wurde. So singen wir jetzt miteinander bei der Nummer 332, die ersten drei Strophen, 332. So rufen wir zu ihm, Jesus, der uns den Zugang zum himmlischen Vater schenkt. Jesus, von Gott zu uns Menschen gesandt. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jesus, Gottes Gesicht für uns Menschen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jesus, aus allem Dunkel heraus. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Erbarme dich unser, gütiger Gott. Nimm alles von uns, was uns schwer auf dem Herzen liegt. Verzeih uns, wo wir gefehlt haben, damit wir dich loben können, mit den Engeln zusammen. Im Lied 350, 350. Und zum Lob Gottes erheben wir uns. Thank you.
sammeln wir uns zum Gebet. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Auch wenn es den Anschein macht, wir leben nicht in der schlimmsten aller Zeiten. Düstere Perioden in der Geschichte gibt es immer wieder. Um 730 vor Christus wurde Israel total verwüstet von Besatzungsmächten. Das Volk war verängstigt. Der Prophet Jesaja spricht den Menschen Mut zu und verspricht einen Herrscher des Friedens. Hören wir die erste Lesung. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todes Schatten wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers, zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, es zu festigen und zu stürzen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt, spricht da Jesaja. Und auch das Lied, das wir als Antwort auf diese Lesung singen, ist, geht zurück auf eine Weissagung des Jesaja. Aus dem dürren Wurzel blüht ein neues Reis. Singen wir bei der Nummer 334. Nummer 334. Thank you.
Es musste Ostern werden, Auferstehung geschehen, bis die Jüngerinnen und Jünger von Jesus erkannten, in ihm ist Gottes Güte und Menschenliebe erschienen. Hören wir die zweite Lesung. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes. Eine große Freude. Heute ist uns der Retter geboren. Es ist der Herr, Christus. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Das geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
In jener Gegend lagerten Hirten auf dem Feld und hielten Nachtwache bei der Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Christen, Sie kennen vielleicht den Spruch, dass da jemand sagt: Ich kam zu diesem oder jenem wie die Jungfrau zum Kind. Es ging mir so am letzten Mittwoch. Morgen früh gehe ich jeweils in die Kirche, zünde eine Kerze an und dann kam ich auf die Idee, die Krippe muss einfach höher gestellt werden. Die Idee kam mich eben wie die Jungfrau zum Kind, nicht geplant. Und schön, Lilian, Ferdi haben es dann in die Tat umgesetzt. Und gell, Lilian, es ist viel besser so. Bam. Und auch der Baum steht jetzt da, in der Nähe zur Krippe. Eben, aber das war nicht geplant. Ich kam auf diese Idee wie die Jungfrau zum Kind. Für manche Ohren klingt das zwar respektlos, aber es trifft, was gemeint ist heute Abend. Wir Zeitgenossen wollen doch für alles und jedes eine vernünftige Erklärung haben. Wir wollen alles in den Griff bekommen. Dann aber machen wir plötzlich die Erfahrung, wie eine Idee uns manchmal einfach zufliegt. Einfach so, ohne Anstrengung. Ich weiß nicht, ob es dem Uli auch so geht, wenn er komponiert, dass er plötzlich eine Idee hat und so eine Idee kommt wie die Jungfrau zum Kind. Oder ist es immer Anstrengung? Ich weiß es nicht. Wir können aber auch die gegenteilige Erfahrung machen. Wir unternehmen alles Mögliche, damit etwas gut herauskommt. Es läuft dann aber nicht so, wie geplant. Das formuliert der Wilhelm Busch treffend. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Nun heißt es in einem bekannten Weihnachtslied, das Gott sei Dank nicht im Kirchengesangbuch steht: Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Alle Jahre wieder werden Liebe und Frieden an diesem Abend beschworen. Doch Not und Elend wechseln einfach die Gewänder. Alle Jahre wieder. Was kommt denn mit dem Christuskind, dass da alle Jahre wiederkommen soll? Was kommt denn mit Jesus? Nicht wenige Menschen werden durch solche gedankenakrobatischen Fragen nach Gott an den Rand des Wahnsinns getrieben. Seit jeher nagen Menschen an der Frage nach Gott herum. Und da erzählt uns die Bibel von dieser wundersamen Geburt, die wir heute feiern. Sind wir ehrlich? Mit unserem Verstand bringen wir diese Geschichte ebenso wenig auf die Reihe wie das tägliche Chaos des Lebens. Eine junge Frau bekommt ein Kind ohne Zutun des Mannes. Dieses Kind kommt mitten in der Nacht in einem Stall auf die Welt und dazu singen gar noch die Engel. Diese wundersame Geschichte zeigt etwas auf. Jesus führt uns
zu einem Glauben hin, der tragende Kraft sein will, selbst wenn wir mit unseren menschlichen Denkmustern überfordert sind. Und wie Jesus dann erwachsen wird, erzählt er von seinem Vertrauen in Gott, von dem schon die ganze Bibel erzählt. Jesus erzählt von dem Glauben, wie er ihn in jenen Büchern kennenlernte, die wir als Altes oder Erstes Testament bezeichnen. In diesen Glauben wuchs das Kind hinein. Und durch all die Geschichten der Bibel zeigt sich ein roter Faden. Gott überrascht die Menschen immer wieder. Er zeigt sich Mose im brennenden Dornbusch und sagt: Ich bin da, hab keine Angst. Er führt sein Volk durch die Wüste in die Freiheit. Er durchkreuzt immer wieder die menschlichen Pläne, Situationen durch eigene Anstrengungen in den Griff bekommen zu wollen. So sagen es die Propheten. Aber wir wüssten ja nichts von diesem Gott, wäre nicht erst dieses Kind auf die Welt gekommen, Jesus. Aber eben, Jesus kam ebenso überraschend in diese Welt, wie Gott eben überrascht und sich ganz anders zeigt als erwartet. Zu dieser Überraschung gehört ja auch, dass erzählt wird, dieses Kind habe Maria vom Heiligen Geist empfangen. Es bringt nicht viel, sich in die Frage zu verbeißen, wie das möglich gewesen sei, wie das biologisch vor sich ging. Die Weihnachtsgeschichten sind nun mal keine Erzählung über das Sexualverhalten von Josef und Maria. Interessiert die Bibel überhaupt nicht. Im Zentrum liegt das Kind. Es lädt ein, darauf zu vertrauen, dass es gerade die Überraschungen sind, welche dem Leben eine entscheidende Wende geben können. Darum ist es alles andere als despektierlich zu sagen, man sei zu diesem oder jenem gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Im Gegenteil, Gott überrascht uns wie das Leben, im Guten wie im Bösen. Und Weihnachten lädt uns ein, unsere Sinne zu schärfen für solche Momente, wo uns etwas gegeben wird, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist. Und auch dann, wenn das Leben nicht so verläuft, wie wir uns ausgedacht haben, kann der Glaube an den Gott, der Jesus verkündete, Kraft geben, auszuhalten, durchzuhalten, selbst wenn alles andere so klar ist, wie wir es gerne hätten. Die Geburtsgeschichte von Jesus zerzaust unsere Illusion, wir Menschen könnten für alles und jedes eine Erklärung finden. Und noch mehr, sie entbindet uns davon. Wir müssten die Illusionen pflegen. Wir könnten alles in den Griff bekommen. Können wir nicht. Das erste und das letzte Wort hat Gott. Deshalb nahm Gott das Wort Fleisch an. Dazu müssen wir aber unser Herz, unseren Leib zur Verfügung stellen, wie es Maria tat, auch wenn es unserer Logik gegen den Strich geht. Et incarnatus est, de Spirito Sancto, ex Maria Virgere, et homo factus est. Gott nahm in der Kraft des Heiligen Geistes Fleisch an, aus Maria, der Jungfrau, und wurde Mensch. Das singen nun die beiden Solisten als Glaubensbekenntnis. Incarnatus est.
Durch Jesus leuchtet in dieser Nacht das Licht des Wortes Gottes ins Dunkel hinein. Voll Vertrauen legen wir unsere Bitten in die Krippe und bitten: Jesus, Licht der Welt, höre uns. Jesus, Licht der Welt, höre uns. Für die Menschen im Land der Bibel und den Kriegsgebieten überall auf der Welt. Bestärke alle, die sich um Frieden mühen, und schenke ihnen ihrem Einsatz Erfolg, damit die Gewalt ein Ende finde. Jesus, Licht der Welt, erhöre uns. Für die Familien, die mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, lass sie deine Liebe und Zuwendung erfahren und stärke sie durch die Feier des Weihnachtsfestes. Jesus, Licht der Welt, erhöre uns. Für alle, die mit der gegenwärtigen Pandemie, mit der Krankheit, mit den Maßnahmen und Einschränkungen nicht zurechtkommen,
Stärke in ihnen die Hoffnung, dass alles einmal ein Ende haben wird. Jesus, Licht der Welt, erhöre uns. Für alle, die einen lieben Menschen verloren haben und deren Schmerz und Trauer in diesen Tagen besonders groß ist, tröste sie durch die Hoffnung der weihnachtlichen Botschaft. Jesus, Licht der Welt, erhöre uns. Dein Licht ist mächtiger als alle Dunkelheit der Welt und unseres Lebens. Er schenkt uns Hoffnung und Zuversicht. Dafür danken wir dir und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Signora Donna Maria, eine Mutter, hat Israel mir übersetzt, bringt ein weinendes Kind zur Krippe, damit Maria es tröste. Hören wir dieses Lied aus Chile. Signora Doña Maria, Achille tra i guami fito. Signora Doña Maria, Achille tra i guami fito. Achille me sa sucura, quando io e su unito, arruro, arruro. Bittet, dass unser Opfer Gott, dem barmherzigen Vater, gefalle. Amen. Herr unser Gott, mit der Menschwerdung deines Sohnes hat unsere Rettung begonnen. Nimm die Gaben an. Mache uns durch diese Opferfeier bereit für das Geheimnis der heiligen Nacht, in der wir den Ursprung unserer Erlösung festlich begehen. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen. So stimmen wir dann nach der Präfation ein ins Heiliglied bei der Nummer 108. Nummer 108. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Gott, du bist heilig. Du bist ganz anders, als wir denken, und doch kommst du uns nahe. In Jesus Christus, deinem Sohn, der Mensch wurde, in der Jungfrau Maria, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen sind wir jetzt hier versammelt und wir bitten dich, himmlischer Vater, sende deinen Geist über uns und über Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte lebendig wird. Denn an jenem Abend, bevor Jesus für uns sein Leben hingab, da nahm er beim letzten Abendmahl das Brot. Er sagte dir, himmlischer Vater, Dank, brach das Brot und reichte es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet, esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch mit Wein. Er dankte dir, himmlischer Vater, gab den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum sind wir hier versammelt, Vater, und denken daran, was Jesus für uns getan hat und auch jetzt für uns tut. Er hat sein Leben hingegeben, ist auferstanden vom Tod und lebt in der Kraft des Heiligen Geistes mitten unter uns. Am Ende aller Zeiten wird er wiederkommen in Herrlichkeit. Dann
wird es keine Not mehr geben. Niemand braucht mehr zu weinen und traurig zu sein. Vater, durch Jesus verbindest du uns zu einer Gemeinschaft, wo wir füreinander da sein und miteinander beten können. Wir beten für alle, die sich nach einer hoffnungsfrohen Zukunft und neuen Lebensmöglichkeiten sehnen. Zusammen mit allen Menschen guten Willens, mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften und christlichen Kirchen, zusammen mit unserem Bischof Markus und dem Bischof von Rom, Papst Franziskus, lass uns alle dazu beitragen, dass dein Reich des Friedens, der Versöhnung und der Gerechtigkeit wachse auf dieser Erde. Und wenn einst unser Leben hier auf Erden zu Ende geht, lass uns in Gemeinschaft mit der Mutter Gottes Maria, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Jüngerinnen, mit allen Heiligen und den Verstorbenen für immer bei dir zu Hause sein und dich in Jesus Christus loben und preisen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als erwachsener Mensch lehrte Jesus uns beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, wie dieses Brot geteilt wird, so hast du mit uns Menschen dein Leben geteilt. Und wo wir aus deinem Geist heraus miteinander unser Leben teilen, da kann himmlischer Frieden Wirklichkeit werden auf dieser Erde. Und der Friede Christi sei allezeit mit euch. Geben wir uns doch ein Zeichen des Friedens. Bereiten wir uns vor auf die Begegnung mit Jesus in der heiligen Kommunion, singen wir die erste und vierte Strophe des Liedes 335. 335. Yeah.
Seht, hier ist Christus, Gott lebendig unter uns Menschen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Halleluja. And carry
Lasst uns noch einmal beten. Herr unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich. Gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir einst Anteil erhalten an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Singen wir das Lied dieser Nacht, Stille Nacht, bei der Nummer 341. Erst einmal ganz herzlichen Dank, Florian und Israel, für euer Singen, dem Quartett, für euer Spielen. Mein Gott, hat das gut getan. Und Uli natürlich für seine akrobatischen Fähigkeiten zwischen Orgel und Flügel. Herzlichen Dank auch ihr für ihre Spende zugunsten des Kinderspitals in Bethlehem. Ich wäre ja dieses Jahr gerne mit einer Gruppe nach Israel gefahren, aber eben, wir wissen, warum es nicht ging. Aber das Kinderspital Bethlehem ist dringend und gerade in dieser Zeit sehr dringend angewiesen auf unsere Unterstützung, unsere Hilfe. Deshalb können Sie die Kollekte ins Körbchen legen oder Sie können noch Ihren Liebsten den Abend versüßen und ein Schocki-Herzlein kaufen. Und dann teilen. Herzlichen Dank. Bitten wir jetzt um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle ihr euer ganzes Leben. Amen. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lassen wir doch diesen Gottesdienst aus- und nachklingen mit Johannes Brahms, Andante und Poco Adagio aus dem Klavierquintett. So ein richtig besinnliches Ausklingen lassen. Thank you.